And once again, Anthony Johnson. Thank you. All right, so no system is perfect. You got to improve. You have your ups and downs, your obstacles, but the future is bright, and Germany's pharmacy system is in many ways leading the rest of the world. So we're going to keep the discussion going on to talk more about German pharmacies. He is a consultant with Hoppe Medical. Please give a warm welcome for Mr. Tobias Loader. Ich bin gefragt worden, ob ich heute hier einen Vortrag halten kann, Vortrag halten möchte über den Weg von medizinischem Cannabis in deutschen Apotheken. Wie funktioniert das hier eigentlich in Deutschland? Hab mir überlegt, einen Vortrag halten in Berlin vor vielen hundert Leuten zum Thema Cannabis. Möchte das nicht? Erstens liegt mir das Thema sehr am Herzen, deswegen finde ich es gut. Ich bin hier, mir macht das Spaß, ich freue mich drauf. Mir ist es sehr wichtig, etwas zur deutschen Apotheke sagen zu können. Das kommt mir bei allen Diskussionen viel zu kurz. Jedes Gramm, was in Deutschland verkauft wird, wird über eine deutsche Apotheke verkauft. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten, das ist ganz wichtig. Drittens, Henry Rollins und Cypress Hill, ich konnte nicht mehr Nein sagen. Also, hier bin ich. So. Ja, danke. Das sind die einzelnen Parteien, die in Deutschland mit medizinischem Cannabis zu tun haben. Ich möchte auf jede einzelne eingehen, aus Sicht der Apotheke. Wir haben damit fast jeden Tag zu tun, mit allen Parteien. Bei uns läuft das zusammen. Ich möchte erklären, warum die Apotheke auch im Mittelpunkt steht, warum die im Rahmen der ganzen Prozesse ein wichtiger Baustein ist. Ich werde nicht auf die Krankenkassen eingehen, denn Krankenkassen sind zu komplex. Es gibt 110 Krankenkassen zurzeit in Deutschland. Jede spielt ihr eigenes Spielchen. Es gibt zwar Dachverbände und es gibt gemeinsame Ausschüsse und dennoch entscheidet jede selber für sich. Es gibt die medizinischen Dienste der Krankenkassen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Das lasse ich aus. So, ich fange an mit dem Patienten. Es gibt die Selbstmedikation mit Cannabis sicherlich seit Tausenden von Jahren, überall auf der Welt, das wissen wir alle. Cannabis war vor bis gut 100 Jahren ein ganz normales Medikament, Volksmedizin für allerlei Krankheiten, es wurde überall eingesetzt. Das heißt, es gibt das Wissen um das medizinische Cannabis. Und es gibt auch Leute, die das wissen und die wenden das an. Bisher illegal, jetzt legal. Die Patienten, die wir haben, die wir betreuen, die können auch die Wirkung des Cannabis vergleichen mit den normalen Medikamenten, die sie von ihren Ärzten verordnet bekommen. Und sie merken, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Das ist wirklich bedeutend und sehr, sehr enorm, wie groß die Erfahrungsschätze der Patienten da sind. Wir haben was zur Dosierung, habe ich geschrieben. Das ist extrem unterschiedlich. Es gibt Patienten, die kommen mit 0,2 Gramm am Tag zurecht, das reicht aus. Andere brauchen über 3 Gramm am Tag. Und fahren Auto und bewegen sich, können arbeiten. Die brauchen das. Das tut ihnen gut. Wir haben einen Patienten, der hat chronische Bandscheibenvorfälle. Der hat sonst Fentanyl bekommen. Der konnte nicht mehr am Leben teilnehmen. Mit Cannabis kann er das. Das ist nur ein Beispiel. Wir sehen, die Patienten bevorzugen das natürliche Cannabis. Wir haben von über Dronabinol gesprochen, Sativex. Das ist alles nur zweite Wahl. Ne? Also wer die Wahl hat, der nimmt das natürliche medizinische Cannabis, weil es am besten funktioniert, weil das am besten dosieren kann. Wir verkaufen oder geben ab überwiegend Bedrocan mit der Stärke 22,1, also 22% THC, 1% CBD, weil es auch das Einzige ist, was immer verfügbar ist. Ne? Darauf stellen sich die Patienten noch ein bisschen ein, die Ärzte auch. Das heißt, es gibt noch so viel mehr Sorten. Wir haben Patienten, die variieren mit den THC-CBD-Gehalten, aber die Verfügbarkeit ist halt sehr, sehr gering. So, dass man nicht am Leben teilnehmen kann unter Umständen. Das hat alles starke Nebenwirkungen. Das ist gut, wenn man eine Alternative hat und die Patienten merken, sie kommen viel besser durchs Leben bei deutlich, deutlich weniger starken Nebenwirkungen, wenn sie medizinisches Cannabis einsetzen können. Was wir total interessant und spannend fanden, das war auch ganz neu, dass sie je nach Tagesform und Tageszeit unterschiedliche Sorten einsetzen, was den THC und den CBD-Gehalt angeht. Also morgens vielleicht etwas mehr THC, abends mehr CBD oder umgekehrt. Das ist völlig individuell, hängt von der Erkrankung ab, hängt auch von dem Schweregrad der Krankheit ab, wie er gerade vorherrscht. Zur Anwendung, es wird meistens geraucht bzw. inhaliert. Das wirkt am schnellsten, das ist gut steuerbar, es wirkt nicht so lange, aber es wirkt dann, wenn man es braucht. Wir können natürlich nicht das Rauchen eines Joints empfehlen, das ist klar. Vaporizer wäre deutlich besser. Es gibt auch Sorten, die die Krankenkassen bezahlen, kommt aber kaum vor.
Also könnte mehr sein, fände ich auch besser oder finden wir auch besser als Apotheke. Ist aber noch nicht so richtig dolle da. Was natürlich komplett fehlt zurzeit, ist eine orale Einnahme. Ne? Also auf der einen Seite gibt es Patienten, die möchten eine schnelle Wirkung haben, schnellen Wirkeintritt. Es gibt andere Patienten, die wünschen sich eine sehr gleichmäßige und lange Wirkung. Und das ist mit Rauchen und Inhalieren eigentlich nicht so richtig gut erzielbar. Dafür fehlen uns Öle oder Extrakte mit den verschiedenen THC- und CBD-Konzentrationen für die Patienten, die eine lange und gleichmäßige Wirkung haben möchten. Also das, wir begrüßen das. Wenn ich wir sage, manchmal Apotheke oder Apothekerherr. Großes Problem vom Patienten ist, erstmal einen Arzt zu finden, der ein offenes Ohr für die Thematik hat. Die meisten gehen erstmal zu ihren Hausärzten. Wenn sie Glück haben, hat dieser Hausarzt ein offenes Ohr für sie. Das ist aber nicht immer der Fall. Und dann geht's los. Ne? Also sie haben vielleicht illegale Erfahrungen mit Cannabis und wissen, dass es hilft. Und jetzt müssen sie einen neuen Arzt suchen. Selbst ohne Cannabis einen Arzt zu finden in Deutschland heutzutage. Viele haben Aufnahmestopp, die nehmen keine Patienten mehr an, sind überlastet. Und dann kommt man noch mit dem Thema Cannabis zum Arzt, zu einem neuen Arzt, als neuer Patient. Der Arzt ist zu Recht erstmal skeptisch, neuer Patient, möchte ein BTM verordnet haben, auf Wunsch noch sozusagen. Das ist schwierig. So, wenn er denn dann einen Arzt hat, der ihm was verordnet, dann braucht er eine Apotheke. Und es ist überhaupt nicht gesagt, dass die Apotheke das gut findet, ne? Grundsätzlich kann jede Apotheke Cannabis bestellen und abgeben, aber ich kenne meine Kollegen, das machen die auch nicht so richtig gerne. Es gibt Vorbehalte. Wenn wir auf die Wünsche der Patienten eingehen, Lieferfähigkeit, sage ich gleich noch was zu, dann ist es vor allem die Entbürokratisierung. Ne? Also es geht ja los, dass er mit dem Arzt den Antrag stellen muss bei der Krankenkasse. Der muss wohl begründet sein vom Arzt. Das ist gar nicht so einfach, wir haben es vorhin schon gehört. Er muss austherapiert sein, das heißt, er muss im Grunde deutlich stärkere Medikamente bereits bekommen haben, die sich als nicht geeignet erwiesen haben, um dann Cannabis bekommen zu können. Da muss der Antrag geprüft werden von der Krankenkasse, da muss er genehmigt werden. Der Arzt muss eine Begleiterhebung durchführen für die Krankenkassen, anonymisiert, um zu dokumentieren, wie der Einsatz von Cannabis wirkt, ob das wirkt oder nicht wirkt. Da gibt es ja null Erfahrungen offizielle. Dann darf ein Arzt nur den Bedarf aufschreiben für 28 Tage auf einem Rezept. Mehr geht nicht. Er könnte mehr aufschreiben, dann muss er so ein A machen mit einem Kreis drum. Das machen aber nur wenige Ärzte. Das heißt, alle 4 Wochen ist der Kunde, der Patient wieder in der Apotheke und muss sofort zu seinem Arzt. Wenn er dann in der Apotheke ist und möchte seine Dosis abholen oder seine Dosen, wir müssen das prüfen, das sind Rezeptursubstanzen, die sind verschlossen, die haben eine gewisse Haltbarkeit. Wenn wir die Dose aufmachen, dann ist die Haltbarkeit nur noch sehr begrenzt. Das heißt, wir können die Dosen, das Material erst dann prüfen, wenn der Patient auch in der Apotheke steht. Und das dauert eine halbe Stunde, locker. Und die Berechnung und. Das heißt, alles Bürokratie, ne? Alles, das wird alles dem Patienten recht schwer gemacht, um einfach vom Arzt zur Apotheke seine Medizin zu bekommen. Das ist nicht so einfach. Deswegen, genau, da steht es noch, ne? Kompetente Ansprechpartner hätten sie gerne, ist natürlich bei weitem nicht der Fall, weder der Arzt noch die Apotheke kennen sich wirklich aus. Was ich ganz interessant finde, das diskutieren wir immer wieder mal. Die bessere Versorgung. Ne? Ich wurde gefragt, wie können denn Patienten, das fragen auch Patienten, wie kann man das denn so darstellen, dass die Versorgungssituation einfach besser ist in Deutschland? Da fallen mir eigentlich 2 Punkte ein. Also zum einen brauchen wir auf Cannabinoide spezialisierte Ärzte, die sich mit dem ganzen Spektrum auskennen, die wissen, wofür man das einsetzt, in welchen Konzentrationen und Verhältnissen. Heute verordnet der Arzt überwiegend ja nur auf Wunsch, ist ja kein aktives Verordnen. Der Arzt kennt sich auch nicht aus. Also gäbe es in Ballungszentren Ärzte, die das aktiv machen, täte das dem Patienten sicherlich gut. Und genauso sieht es aus mit der Apotheke. Man braucht Apotheken, Schwerpunktapotheken, die alle Sorten vorrätig haben, die sich damit auskennen, die Unterschiede kennen, die den Patienten beraten können. Wie wende ich das an? Rauche ich es? Nehme ich es ein? Mache ich mir einen Tee? Backe ich mir einen Keks? Das weiß eine Apotheke alles ja gar nicht normale. Ne? Wir arbeiten uns da in das Thema sehr ein. Das ist auch sehr interessant. Aber aus Sicht der Patienten ist das im Augenblick alles Pillepalle. Ne? Die wissen alle 10-mal mehr als alle Ärzte und Apotheken zusammen. Also ich glaube, wenn es einzelne Ärzte, Apotheken gäbe, die sich damit auseinandersetzen, dem Patienten tut's gut. Und damit auch dem ganzen Cannabis, medizinischen Cannabis-Geschäft in Deutschland. So, wir kommen jetzt gleich zum Arzt. Und dieser Patient, der ist aus Sicht
einer Apotheke oder aus Sicht des Arztes echt anspruchsvoll. Ne? Der verlangt da was, das macht dem Arzt viel Arbeit, das macht dem Apotheker viel Arbeit. Und der Patient hat da feste Wünsche. Der geht jetzt zum Arzt und sagt, bitte verordnen mir das medizinische Cannabis. Und das findet der Arzt eigentlich gar nicht gut. Ne? Also da kommt jetzt einer, der Arzt mag das eh nicht, wenn sich jemand vorher über das Internet informiert und kommt und sagt, ich habe das und das und ich brauche das und das. Das will ein Arzt nicht, das kann man ja auch zum Teil verstehen. Jetzt ist in dem Fall so hier mit medizinischem Cannabis, das wurde ja per Gesetz zugelassen. Es ist ja kein Arzneimittel, was über 10, 15 Jahre entwickelt wurde, wo es Studien gibt zur Wirksamkeit. Dann wird das in Ärztezeitungen besprochen. Dann sagt man auch, wofür ist das, wogegen das und da ist das. Und jeder weiß irgendwann Bescheid und alle freuen sich darauf, das neue Medikament verordnen zu können. Weil es besser ist als irgendein anderes zuvor. Hier wurde per Gesetz auf einmal ein Medikament zugelassen. Ganz komische Situation, überfordert auch alle Parteien. Das heißt, der Arzt ist skeptisch, verschreibt auch nicht BTM auf Wunsch, das macht er nicht. Ne? Das heißt, er hinterfragt das alles sehr, sehr deutlich. Gerade bei Erstpatienten, das hatte ich gerade schon erzählt. Es wurde vorhin schon angesprochen, das ist auch komplett richtig, Deutschland ist total chemieverliebt. Ne? Wir alle kennen die Höchst AG, Merck, Bayer, BASF, das ist Tradition, das ist Historie. Deutschland ist ein Chemiestandort und natürliche Pflanzen hatten hier noch nie einen großen Stellenwert. Evidenzbasierte Medizin, ne? Also wenn das nicht geprüft ist, bei wie vielen Leuten das zu wie viel Prozent wirkt, dann ist das nichts von Wert. Der Arzt weigert sich oder hat ein schlechtes Gefühl, sowas zu verordnen, wenn er keine klare Studienlage hat. Und das ist im Grunde historisch bedingt. Auch vorhin kam das schon zur Sprache, der Arzt hat Angst vor Regressen, das ist richtig, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es paradox, weil die Krankenkasse hat es ja genehmigt. Der Arzt hat ja einen sehr, sehr ausführlichen Antrag gestellt bei der Krankenkasse. Nur 2/3 davon werden genehmigt, aber wenn die dann genehmigt sind, können sie eigentlich nicht wieder retaxiert werden. Also das ist noch nicht ganz fertig, das Thema. Es sind sehr aufwendige Formalitäten für den Arzt, sehr, sehr aufwendig. Das dauert deutlich länger als die Ausstellung eines normalen Rezeptes, gerade bei einem Erstpatienten. Der Arzt bekommt Geld für die Verordnung von Cannabis, auch für die Begleiterhebung, auch für die Antragstellung. Das sind aber ein paar Euro. Ne? Das sind, ich glaube, keine 15 Euro, was er dafür bekommt. Also steht ihm kein Verhältnis, das muss man auch sagen. Wir haben ja auch mit einigen Ärzten zu tun und die sind so bei uns in Hürth, wo ich herkomme, Hürth bei Köln, die sind da sehr, sehr zurückhaltend. Sehr zurückhaltend, es gibt keine Eigeninitiative. Also es gibt jetzt keinen Arzt, der sagt, oh, das ist ja spannend, ich probiere das mal aus bei einem Patienten. Das machen die nicht. Es gibt aber Ärzte, die schwanken so ein bisschen, die sind interessiert und die suchen auch eine Lösung. Ne? Die rufen dann oft auch bei uns an und fragen, wie stelle ich ein Rezept aus, wie funktioniert das, worauf muss ich achten, wie ist eine Dosierung, was gibt's da. Da merkt man schon bei den Ärzten, Unterschiede, die sind dafür oder dagegen. Es gibt Leute, die lehnen das ab, Ende. Und die anderen, die sich dafür öffnen, die interessiert das dann auch. Fachrichtung habe ich dazu geschrieben, das sind so die, die es verordnen zurzeit. So, mir ist das ganz wichtig. Das ist vielen nicht bewusst, dass hier in der Apotheke wirklich alles zusammenläuft. Ne? Die Apotheke löst alle Probleme. Wir sitzen genau zwischen Krankenkasse, Patient, Arzt. Wir lösen eigentlich alles. Stimmt das Datum nicht auf dem Rezept? Dürfen wir es normalerweise nicht abgeben? Ist die Stärke nicht drauf? Ist die Dosierung nicht angegeben? Fehlt ein Name? Es ist für uns ein normales BTM-Arzneimittel von der Formalität her. Das wird geprüft. Und wenn was nicht stimmt, müssen wir kommunizieren mit jeder Partei. Und zwar im Sinne des Patienten, so lange, bis wir ihm seine Medizin geben können. Das ist viel Arbeit, weil es auch ungeübt ist zwischen den Parteien. Was auch total wichtig ist, ne? Übergang von kontrollierter Überwachung, nämlich bis zur Apotheke, immer Tresor, immer Polizei, sage ich mal, immer grammgenaue Dokumentation, wo, wann geht das von A nach B, wer hat es abgegeben, wer hat es entgegengenommen, alles mit Unterschrift. Wenn es die Apotheke verlässt, dann ist es draußen aus dem System. Ne? Also die Apotheke ist der Übergang von geschlossenem System zur Öffentlichkeit. Das ist eine Schnittstelle und da stehen wir extrem unter Beobachtung. Die Behörden haben uns da ganz gut auf dem Kieker. Wir haben eine Beratungspflicht. Wir müssen den Patienten beraten. Das ist unser Auftrag per Gesetz. Können wir so richtig gar nicht beim medizinischen Cannabis, weil es kaum
Informationen gibt. Die Apotheker, Zeitungen, das wird immer besser, das wird immer umfangreicher, Gott sei Dank. Die haben sich dem Thema angenommen. Es ist aber halt echt richtig neu. Dann mal aus Sicht der Apotheke, ich habe es vorhin schon gesagt, wir müssen das prüfen. Im Grunde müssten, oder am Anfang haben wir jede einzelne Dosis, sind ja immer 5-Gramm-Döschen, die verschlossen sind, sehr aufwendig mit einer Dünnschichtchromatographie getestet auf Qualität. Wer schon mal eine Dünnschichtchromatographie gemacht hat, das dauert. Ne? Da guckt man zu, wie das so langsam da hochläuft und so lange musste der Patient eigentlich warten. Das haben wir für jede einzelne Dose gemacht, bis wir überlegt haben, das kann keinen Sinn machen. Heute nehmen wir so ein THC-Drogenteststäbchen und machen eine Dose pro Charge. Das ist offensichtlich in Ordnung und erspart schon mal sehr, sehr viel Zeit. Amtsapotheker gibt es, ne? Also deutsche Apotheken stehen unter Aufsicht der Amtsapotheker, die können jederzeit unangekündigt reinkommen zu jedem Thema, völlig egal. Gerne zu BTM, weil das muss dokumentiert werden, dann muss das tablettengenau stimmen, grammgenau, Millilitergenau, Milligrammgenau, da stürzen sich gerne als erstes drauf. Will eine Apotheke jetzt ja auch was für den Patienten da haben, dann müssen die auch tatsächlich Geld in die Hand nehmen. Man braucht einen Tresor. Jede Apotheke hat einen Tresor, der ist aber so groß wie ein kleiner Kühlschrank. Das wird schnell zu klein, wenn man 5 oder 10 Patienten hat, die jeder 50 Gramm, also 10 Dosen pro Monat brauchen. Man geht in Vorleistung. Ein Kilogramm kostet 10.000 Euro im Einkauf. Auch nicht wenig Geld. Ne? Man kriegt auch dafür wieder etwas, aber erstmal geht man in Vorleistung. Dann hat die Ware oft kurze Laufzeiten. Das heißt, lagern tut man nicht so richtig gerne, weil man möchte Lieferfähigkeit sein, hat viel da. Aufgrund der kurzen Laufzeiten droht es aber zu verfallen. Man kann es nicht mehr abgeben. Abgelaufene Ware muss vernichtet werden. Da lachen immer alle, ja, dann vernichtet ihr in der Apotheke das medizinische Cannabis, ist doch nicht schlimm. Ist gar nicht so einfach. Ne? Man kann es ja nicht unter der Belegschaft verteilen, das funktioniert natürlich nicht. Man kann es nicht einfach in der Toilette runterspülen, es darf das Grundwasser nicht belasten. Das heißt, man muss es verbrennen. Man muss es unter Zeugen verbrennen, sodass nichts übrig bleibt. Hatten wir bisher noch nicht, weil wir immer alles losbekommen haben. Aber es gibt Apotheken, wenn was übrig bleibt, das muss irgendwie weg. Dann, so haben wir es wirklich gehört, ne? O-Ton von Kollegen in der Apotheke, die rufen uns dann an. Ja, wir haben hier einen Patienten, der hat ein Rezept über medizinisches Cannabis. Wollt ihr den Patienten haben? Sollen wir den rüberschicken? Klar, das sind schon mal 800 Euro Umsatz für einen Monat, haben wir ja gar nichts gegen. Und dann heißt es schon, ja, wir wollen da keine Junkies haben, okay, lassen wir mal so stehen. Apotheken haben, wenn, Erfahrung mit Methadon, ne, also Heroinsubstitution, das sind natürlich Junkies, das ist auch ein anderes Menschenbild als ein Cannabispatient. Das wird aber von Apothekern gerne in einen Topf geworfen, das ist ziemlich schade und braucht noch ein bisschen Aufklärung, aber so ist es hier und da. Nochmal die Apotheke, ne? Es riecht bei uns nach Gras, nicht beim Arzt, nicht bei der Krankenkasse. Die Apotheke riecht, das muss man auch der Belegschaft erstmal erklären. Oder dann auch den anderen Kunden vorne im Verkaufsraum, wenn einer seine 100 Gramm Gras abholt, das riecht. Und das ist neu. Und das muss man auch erstmal umsetzen, das ist ganz witzig eigentlich. Also die Gefäße halten den Geruch nicht auf, ne? Der Tresor auch nicht, die ganze Apotheke riecht danach. Und das alles für eine normale Apotheke, ne? Die sind wirklich überfordert und lehnen das eigentlich eher ab. Wenn dann noch ein Patient eine Frage hat, wie mache ich das jetzt, welche Indikation und welches Verhältnis, da hören sie alle auf. Und es kommt keine Routine rein, ne? Für eine normale Apotheke kommt keine Routine rein. Lass die 2, 3, 4 Patienten im Monat haben, das ist auch nicht immer der gleiche Mitarbeiter oder nicht immer der Apotheker selber, das wird nichts. Und da bin ich dann wieder beim Thema Schwerpunkt Apotheke, das macht sicherlich Sinn. Genau, jetzt komme ich zu unserer Apotheke. Hätte mir vor 20 Jahren im Studium mal jemand gesagt, dass ich einen Vortrag halte über Cannabis und einen Tresor zeige, wo 2 Kilogramm Gras drin liegen, dann hätte ich wahrscheinlich gefragt, ob er was geraucht hat. Und so ist es heute, ne? Ist schon verrückt. Ich finde es aber klasse. Also das ist unser Tresor, neuer jetzt, der ist so hoch. Das sind ungefähr 2 Kilogramm, die da drin liegen. Also fast 20.000 Euro, ne? Die da einfach mal liegen. Viel Geld, aber der Patient will Lieferfähigkeit haben. Wenn wir das nicht da haben, dann kommt er auch nicht. Wir haben eine Homepage jetzt gemacht, cannabisapotheke.de, ist noch nicht ganz fertig, aber wir
Und es ist wichtig, dass die Patienten, die rufen an, die fahren 100 Kilometer zum Teil. Wir wollen denen zeigen, was wir da haben. Ne? Das ist grenzwertig mit BTM. Man kann jetzt da nicht vorbestellen oder so, aber wir können schon sagen, rot oder grün, das Produkt ist an Lager, das ist nicht an Lager. Bitte rufen Sie an, wir legen es zurück, wir reservieren Ihnen das. Da gehen wir einen großen Schritt auf die Patienten zu. Das sind 400 Dosen, die da drin stehen. Ne? So, wir nehmen eigentlich immer das, was wir kriegen können. Und das ist ja auch alles erst der Anfang. Ne? Wir sind vor den Toren Kölns. Köln, super Stadt. Ich hoffe, da passiert noch viel. Wir wollen uns da schon so als die Apotheke positionieren. Wir haben Patienten, habe ich gerade gesagt, die nehmen zum Teil, einer kam aus Paris immer angefahren, weil er es da nicht bekommen hat. Und die fahren zum Teil mehr als 100 Kilometer. Wir fahren auch selber aus, wir haben eigene Fahrzeuge, die fahren verschiedene Sachen rum, parentale Ernährung, können natürlich auch medizinisches Cannabis mitnehmen auf diesem Wege. Wir sind da unterwegs, man kann es versenden mit DHL. Ne? Das BfArM sagt zwar, man rät ab von der Versendung von Betäubungsmitteln, ist aber dennoch erlaubt. Also es ist nicht verboten, also machen wir es. Aber das sind alles Sachen, die da tun sich normale Apotheken schwer mit. Im Ergebnis sind das sehr, sehr treue Kunden. Also die wissen das wirklich zu schätzen, dass wir uns um sie bemühen, dass wir auf sie zugehen, dass wir das machen, was sie brauchen. Denen geht es nämlich oft nicht gut. Das ist auch das, was viele lernen in der Apotheke, dass das Patienten sind, die machen das nicht aus Spaß. Also Cannabis-Patienten, denen geht es nicht immer gut. Und dann, wenn das mal Klick gemacht hat in der Apotheke, dann machen die es auch gerne. Also auch die Mitarbeiter stehen voll dahinter, weil sie merken, das sind Problemkunden und wir können ihnen was Gutes tun und werden auch unserem Auftrag als Apotheke da sehr gerecht. Also das hat man eigentlich mehr Feedback als bei einem Bluthochdruckpatienten, dem das alles egal ist und weitermacht wie zuvor. Das ist ein engeres Verhältnis zu den Cannabis-Patienten. Ich möchte kurz auf den pharmazeutischen Großhandel eingehen, ganz kurz. Mit denen haben wir auch ein bisschen gesprochen, da ist so unser Eindruck, die haben dann kein großes Interesse dran. Ne? Es ist ein großes Volumen, was die drehen müssen. Darauf sind die gar nicht vorbereitet. Die haben viel Pflaster, viel Kapseln. Und das ist ja diese Dosen zu 5 Gramm. Wenn die das wirklich für einen Standort, für den Raum Köln, alles am Lager halten wollten, die müssten tatsächlich ihren BTM-Raum erweitern. Die Marge ist gering. Die haben 3% auf den Einkaufspreis, also auf den Herstellerabgabepreis plus 70 Cent. Das ist die gleiche Marge wie bei einem normalen rezeptpflichtigen Arzneimittel. Plus die ganzen Formalitäten. Also die haben, einer ist hier, habe ich vorhin getroffen, also die erkennen schon, dass da was passiert und die haben so ein Auge drauf, aber die reißen sich noch nicht drum. Dann haben wir natürlich auch mit den Herstellern zu tun, so viele sind es ja nicht. Das sind ja alle Startups, ne? Muss man ja wirklich mal sagen. Ich habe einige Startups kennengelernt. Jetzt sind Startups im Bereich Cannabis und Apotheke mit allen entsprechenden Vor- und Nachteilen. Sehr engagiert, innovativ, wachstumsorientiert, super. Idealismus, Venture Capital. Ist eine sehr interessante Mischung. Mir macht das total Spaß, da fühle ich mich wohl. Aber es ist ein holpriger Start, ne? Also die kennen sich damit noch nicht so richtig aus. Die Liefertermine werden nicht verbindlich eingehalten. Rechnungen werden komisch gestellt, es gibt keine Retourenregelung. Also all das, was für eine Apotheke eigentlich ganz, ganz normal ist, müssen die lernen oder lernen, oder haben sie hoffentlich gelernt. Sollten sich ruhig an etablierten Beispielen orientieren, wie es funktioniert, um auch von der Apotheke akzeptiert zu werden. Das finde ich nämlich wichtig. Die kriegen keinen Vertrauensvorschuss von Apothekern. Apotheker sind in der Regel sehr pingelige Menschen, finden Ionen im Reagenzglas, auch die Nadel im Heuhaufen. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann sind die erstmal komisch, die Apotheker. Und das ist dann wieder schlecht fürs Geschäft, auch für die Hersteller. Ne? Also da sollten sie ruhig schauen, dass sie das so machen wie die anderen auch. Dann funktioniert das. Alles kein Problem, solange die Nachfrage weit größer ist als das Angebot. Ne? Es wird ja alles aus den Händen gerissen, da verzeiht man das alles. Das kann sich aber ändern. Ne? Also wenn das pharmazeutische Establishment, wurde auch schon mehrfach angesprochen heute, teile ich zu 100% die Meinung. Die gucken alle zu. Wenn sich da mal einer entscheidet, aktiv einzuschreiten, dann wird es heftig. Also die Start-ups, die Hersteller sind nicht vom Fach. Es gibt im Grunde Spielregeln, ne? Im deutschen Pharmamarkt. Und daran muss man sich so entweder halten oder man sollte sie zumindest kennen, um zu wissen, was man nicht macht. Und alle sind ja hier, um Geschäft zu machen in Deutschland. Super Pharma-Markt, Riesenchance. Ich habe gelesen zuvor, es könnte der zweitgrößte Cannabis-Markt auf der Welt werden, medizinisches Cannabis. Sicherlich alles richtig.
Aber man darf nicht unterschätzen, dass das eben auch der zweitgrößte Pharmamarkt der Welt ist und nicht ganz ohne Grund. Und die stehen geschlossen hier. Das ist eine Mannschaft, der deutsche Pharmamarkt. Und die lassen jetzt nicht mal eben irgendwelche Kanadier auf den Markt. Ne? Die meinen, sie müssten ihr Glück probieren. Möchte deswegen etwas sagen zum deutschen Pharmamarkt. Hat nämlich auch noch keiner darüber gesprochen. Das sind rund 1500 pharmazeutische Unternehmen, die es in Deutschland gibt, allein in Deutschland. Ich lese jetzt nicht alles vor, können Sie lesen. Man muss sich aber bewusst sein, dass es gibt zahlreiche Messen und Veranstaltungen, jedes Jahr, zahlreiche. Da treffen sich die Leute, die kennen sich, weil so viele sind das dann auch wieder nicht, die da die Akteure sind. Keine Führungskraft, die bei einem Hersteller mal Vertriebsleiter gewesen ist, bleibt da ewig Vertriebsleiter. Der wird beim nächsten Mal Geschäftsführer bei der nächsten Firma. Das heißt, sie wandern im Laufe ihrer Karriere. Und das heißt, irgendwann kennt jeder jeden. Über zwei Ecken kennen sich alle. Das ist, glaube ich, wirklich nicht übertrieben. Das muss man ernst nehmen. Ne? Das geht rasend schnell, wie sie so Informationen verbreiten. Ich war selber schon als Berater tätig in den letzten vielen Jahren, unter anderem für Holländer, Koreaner, Schweden und Schweizer. Und das ist immer lustig, ne? Wenn die dann Deutschland sehen, ach, total verkrusteter Markt, die ganzen Regeln, ist alles Quatsch, das kann man doch ganz anders machen. Die denken, sie wissen es besser und die beißen sich alle die Zähne aus, einer nach dem anderen. Ne? Die unterschätzen, wie das hier funktioniert, wie die Regeln sind. Und gerade wenn man aus liberalen Märkten kommt und denkt, und dann Deutschland sieht, so mit Kammern und Verbänden und ist ja wie Mittelalter. Und aber hier gibt es Sachen, die gibt es woanders nicht. Ich habe ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Heilmittelwerbegesetz, Berufsrecht für den Arzt, Berufsrecht für die Apotheke. Das heißt, das ist gesetzlich gar nicht definiert oder verboten, aber es ist ein Berufsrecht. Ein Arzt darf nicht über das Internet beraten, in der Videosprechstunde. Darf er nicht, verbietet ihm das Berufsrecht. Kann er seine Approbation verlieren. Totaler Quatsch, aber ist so. In anderen Ländern wahrscheinlich vollkommen normal. Es gibt ein Zuweisungsverbot. Ne? Arzt und Apotheke dürfen überhaupt nicht zusammenarbeiten. Es gibt das Wettbewerbsrecht. Wir haben das Apothekengesetz. Die Apothekenbetriebsordnung, die Arzneimittelpreisverordnung, die gesetzlichen Krankenkassen, die Regressforderungen an die Ärzte. Das heißt, es sind so, so schrecklich viele Dinge, die zu berücksichtigen sind, wenn man hier erfolgreich Geschäft betreiben möchte und dann aus dem angelsächsischen System kommt. Das wird unterschätzt. Es wird ganz groß unterschätzt. Und da sollte sich jeder mit gut auseinandersetzen. Also das deutsche System ist so aufgestellt, das ist eine Verteidigung. Ne? Da sind keine Angreifer, aber verteidigen können sie wirklich Bombe. Das ist ganz, ganz schwierig, da reinzukommen. Hat mir mal so ein Fazit erlaubt. Ich finde es gut, man kann sich mit Nachbarn, Freunden, Mitarbeitern, Patienten wirklich entspannt über das Thema unterhalten. Vollkommen normal geworden mittlerweile, war vor 2 Jahren ganz, ganz anders. Es ist ja wirklich raus aus der Schmuddelecke, das ist super. Man kann darüber diskutieren, man kann es gut oder schlecht finden. Schlecht findet es eigentlich fast keiner. Die Tageszeitungen berichten vor Ort wahrscheinlich überall über Fallbeispiele, meistens positiv. Irgendwelche Senioren, denen es wieder besser geht. Das ist ja alles eine gute Sache. Ich glaube, dass die hohen Widerstände, die es gibt, die auch schon mehrfach angesprochen worden sind, die bleiben. Das ist systembedingt. Das ist der Sinn und Zweck der Widerstände, dass die da sind. Dafür sind sie nämlich da, weil man unter sich bleiben möchte. Und man will natürlich nicht medizinisches Cannabis, was irgendwo wächst, hier als Medikament. Man möchte... Die pharmazeutische Industrie, die möchte ihre Medikamente verkaufen. Ein Hersteller, der ein teures MS-Präparat draußen hat für ein paar tausend Euro, der findet das nicht gut, dass der gleiche Patient für 50 Gramm Gras raucht im Monat und es geht ihm deutlich besser und kann dann das andere Medikament um die Hälfte reduzieren. Das wollen die alle nicht. Das heißt, von der Handhabung her, Entbürokratisierung, sollte man dranbleiben. Da kann man sicherlich vieles tun. Das ist dann unsere Lobbyarbeit oder Lobbyarbeit Hanfverband, alles ganze Hanfgeschäft müssen daran arbeiten. Verfügbarkeit und Sortiment, das wird sich sicherlich bessern. Das kriegt man ja mit. Ne? Die Lizenzen sind beantragt, die Sorten sind ja alle da, wenn auch noch nicht in Deutschland, aber die werden kommen. Ich glaube, es bleibt teuer. Es gab Gespräche zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und den Apothekerverbänden. Die Apotheker sind sogar der Meinung, es ist viel zu billig, weil es ja ganz viel Arbeit, was sie damit haben. Total, also Blödsinn. Arbeit ist es, aber man kriegt auch Geld dafür. Aber ich glaube, das bleibt erstmal so. Die Preise, da wird sich erstmal nichts dran ändern. Ja, hab's runtergeschrieben. Ne? Also irgendwie ist es toll, dass es soweit ist. Wer hätte das je gedacht? Aber zufrieden sein kann man noch nicht damit. Dafür gibt es wirklich noch viel zu tun.
Das war's. Vielen Dank.